nebenan, eurem schwulen Podcast aus München für die Szene. Wir sind wieder im Sub, wir machen es heute wieder audio und visuell. Mit dabei sind Robert, Curtis und unsere wunderschönen Gäste Eva und Sam. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch unseren Zuhörern und Zuschauern und Zuschauerinnen und Hörerinnen kurz vor. Hallo, ich bin Eva, ich bin 27 und höre Lady in Red. Hi, ich bin der Sam, ich bin 32 und mein Lebensmotto ist Leben und Leben lassen. Wunderschön, wir haben heute unser Thema Quer vom Land. Wir steigen wieder mit einer kurzen, schnellen Runde ein. Wir haben so ein paar Klischees, Stichworte zusammengeschrieben, werden euch die kurz vorlesen und ihr gebt einen kurzen, prägnanten Satz dazu. Es gibt keine queere Menschen auf dem Land. Also ich kenne wenigstens mich, also eine Person kenne ich schon mal. War eine der ersten Aussagen einer ehemaligen Kollegin und ich stand nur davor und dachte mir, hallo! Je kleiner der Ort, umso größer die Vorbehalte. Das würde ich mit Jein beantworten. Ich glaube, dass es durchaus manche Orte gibt, in denen es so ist. Ich komme jetzt aus einem Ort, der jetzt nicht sonderlich groß und nicht sonderlich klein ist. Ich habe jetzt keine krassen negativen Erfahrungen im Ort gemacht. Und ich muss halt dazu sagen, es gibt halt auch wirklich Städte wie Berlin, da passiert auch tagtäglich, passieren tagtäglich Übergriffe. Und ich glaube, niemand kann irgendwie behaupten, dass er in einem komplett homofeindlichen Umfeld wohnt. Ich glaube, Homophobie und Homofeindlichkeit gibt es überall. Also ich glaube, das kommt wirklich stark auf das Umfeld an, in dem man dann lebt. Ob die Bewohner des Ortes relativ tolerant, aufgeklärt sind oder einfach noch, wie man auf dem Land sagt, altbacken sind und ja, sowas kennt man nicht, sowas gibt es nicht. Also bei mir im Ort habe ich jetzt eigentlich noch keine Probleme erfahren, aber ich kenne Freunde, die in genauso großen Dörfern wohnen, die dann eben schon Probleme erlebt haben. Also ich möchte mich da jetzt nicht drauf festlegen, dass es die Region und die Region nicht, sondern es ist wirklich überall entweder so oder so. Auf dem Land gibt es kein Geheimnis. Das heißt immer so schön, Wikipedia weiß ja, wie die Nachbarn wissen alles. Also so ist es bei uns im Dorf wirklich. Sobald irgendeine heiße Story im Klatsch und Tratsch ist, innerhalb von wenigen Tagen, weiß es der ganze Ort. Und wenn man selber davon betroffen ist, wird man auch direkt drauf angesprochen. Also da ist da nichts mit, ja, das sage ich jetzt nicht, sondern man sieht sich dann irgendwo beim Einkaufen so, ach du, ich habe gehört, die Brigitte hat mir erzählt, die hat es von ihrer Nachbarin gehört. Stimmt das oder? Ich habe ja schon immer gedacht und ja, okay, alles klar, ich bin auf dem Land. Nein, es ist wirklich so. Ja, immerhin wirst du drauf angesprochen. Auf dem Land, da gibt es keine Sünde. Das kann ich, glaube ich, gar nicht beantworten, weil ich mich mit dem Begriff überhaupt nicht befasse, obwohl ich Eva Apfel heiße. Kommen wir zum nächsten und zum letzten. Heterosexualität ist ein Bier, Alkohol löslich. Ja. Okay. Ich verstehe die Frage irgendwie nicht. Die Frage geht darauf, dass es doch, also wahrscheinlich nicht nur im Dörflichen, aber wahrscheinlich dort auch vorkommt, dass, das ist glaube ich so ein Männerding, ne? Wenn sie viel getrunken haben, dann probiert dann man vielleicht eher mal was mit dem gleichgeschlechtlichen Freund, als wenn man stocknüchtern wäre. Interessant, dass wir alle sofort, aha. Und bei dir nicht. Ich glaube, das, also das ist wirklich unter weiblich gelesenen Menschen nicht so verbreitet. Wenn ihr das so sagt, dann kann ich das irgendwie auch schon nicht nachvollziehen, aber gewisse Punkte habe ich da, glaube ich, auch schon mal auf gewissen Volkfesten erlebt bei anderen Menschen. Aber ich selber habe da überhaupt keine Erfahrung.
Ich muss ja schmunzeln. Das war so ein, wir haben mit der Folge mit Theresa sehr viel Gemeinsamkeiten zwischen den Mädels und zwischen uns gefunden. Und das zählt dann wohl zu einer Gemeinsamkeit, die wir nicht teilen. Genau. Aus welchen Orten kommt ihr denn? Was müssen wir uns denn so vorstellen, wenn wir sagen, also queer als lesbisch schwul vom Land, welche Größe hat euer Dorf so? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Worüber reden wir heute mit euch? Ungefähr. Ja, wahrscheinlich ist das jetzt so peinlich. Ich weiß gar nicht, wie viel Metten, wie viel Einwohner das hat. Ich hoffe, das sieht jetzt meine Mutter und der erste Bürgermeister nicht. Aber auf jeden Fall nicht zu groß und nicht zu klein. Es ist auf jeden Fall kein klassisches Dorf in dem Sinne, aber eben auch nicht so wie jetzt Regensburg oder so, wie das einfach schon städtisch ist, aber eben auch irgendwie noch ländlich geprägt. Genau, also ich komme aus dem Bayerischen Wald, Landkreis Deckendorf und ja. Also ich wohne in Peterswörth, das ist ein dörflicher Stadtteil von Gundelfingen an der Donau im Landkreis Dillingen, also Schwaben. Wir haben circa 800 Einwohner, es ist wirklich ein sehr kleines Dorf, extrem ländlich, also wirklich mit richtigen Bauernhöfen noch auf der Hauptstraße und wenn man zur richtigen Uhrzeit durch den Ort fährt, dann kann es auch wirklich sein, dass mal die Kühe über die Straße getrieben werden. Der Geruch ist natürlich unvergleichlich. Also wenn man am Samstagmorgen auf der Terrasse steht, trinkt seinen Kaffee, dann kann es schon mal sein, dass dann irgendwann mal so der Stallgeruch durch die Nase weht oder wenn der Bauer dann die Gülle ausfährt. Also es ist wirklich sehr ländlich, sehr dörflich, aber auch, ich romantisiere es immer ganz gerne, weil ich mich da einfach so wohlfühle, weil halt auch wirklich eine sehr starke Dorfgemeinschaft vorhanden ist. Also man hilft sich wirklich gegenseitig. Es gibt keine großartigen Vorurteile, wo man jetzt sagt, so, ah, der hat mal das und das gemacht, mit dem rede ich nicht mehr, sondern nein, es ist wirklich eine offene Dorfgemeinschaft. Man kennt sich untereinander seit den Kindergartentagen bis aufwärts. Man sieht, dass die Leute wirklich teilweise im Dorf bleiben oder nur eine Ortschaft weiterziehen. Man sieht, die werden älter, man wird selber älter, man heiratet, die bekommen Kinder, bauen ihr Haus. Also so klassisches Familienleben, sage ich jetzt mal. Und ja, es ist sehr ländlich, viel Wald haben wir drumherum, viele Felder und man braucht ein Auto. Also wir haben weder eine Busanbindung und der nächste Bahnhof ist 5 Kilometer entfernt. Also ohne Auto oder Fahrrad ist man wirklich aufgeschmissen. Die nächste Frage auf dem Zettel wäre jetzt gewesen, liebst du gerne ländlich? Aber ich glaube, du schwärmst ja richtig. Ne? Also merkt man schon, du machst das schon gerne. Du wohnst jetzt ja auch noch da. Bei dir, Eva, ist es ja anders. Du bist ja weggezogen und wohnst jetzt in München. Ja, ich bin weggezogen 2015, Ende des Jahres, mit der Aussage, ich komme in einem Jahr wieder zurück. Jetzt bin ich immer noch da. Ich habe mich einmal in München verliebt. Das heißt nicht, dass ich Deckendorf nicht mag. Aber so mit den Leuten, vor allem Diversity, wo ich ja auch jahrelang aktiv war, im Vorstand war, jetzt immer noch ehrenamtlich bei den Julis aktiv bin, das hält mich halt einfach fest. Und auch so mein anderes Engagement mit Mut, wo ich Vorsitzende bin von der Partei Mut. Und wenn das alles nicht wäre, würde ich sofort wieder zurückziehen. Das hält mich gerade, vor allem die Menschen. Das ist einfach, glaube ich, ja, weil ich einfach hier viele Leute einfach kennengelernt habe, die mich in meiner Entwicklung so unterstützt haben, ohne es einfach eigentlich bewusst zu machen, aber ich habe vielen Menschen so viel zu verdanken. Vor, glaube ich, 5 Jahren hätte ich mir niemals denken können, dass ich mal hier so sitze und frei sprechen kann, dass ich lesbisch bin. Mhm. Da hätte ich vielleicht nur gesagt, ja, vielleicht bin ich bi und das wäre schon die Höhe gewesen. Ich bin wirklich glücklich hier. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unglücklich in Deckendorf wäre. Ich gehe gerne dorthin zurück, aber ich fühle mich halt als Mensch der Regenbogenfamilie halt hier besser aufgehoben. Also du hast hier in der Stadt sozusagen besser entwickeln können als lesbische Person. Ja. Ich habe jetzt aber auch rausgehört, Deckendorf war schon schön, ja, aber München ist halt schöner, vor allem ist mit dem Aspekt.
Diese Entwicklung, die du hier gemacht hast, die wäre wahrscheinlich in Deggendorf anders gewesen. Wie war das denn da so, Frage geht wieder so an euch beide, in der Schulzeit zum Beispiel so als, ich meine, da erkennt man ja, dass man anders ist, ja, nicht so wie die Mitschüler in so einer dörflichen Umgebung. Ist das mehr so ein schwieriges Kapitel in der Lebensgeschichte oder war das, war okay oder schön? Mit Unterbrechungen. Also, mit Unterbrechungen schön oder nicht schön? Beides, beides. Okay. Also ich kann von mir selber sagen, dass ich definitiv wusste, okay, Sam, so und so schaut es aus, du bist schwul, du stehst auf Männer, also auf Jungs. Da war ich so 13 etwa. Also es ist für viele wirklich so, oh, so jung oder sowas. Aber nein, wirklich, ich wusste das damals wirklich definitiv für mich, so und so schaut es aus. Was natürlich alles an Möglichkeiten existieren und sowas mit Szene-Kneipen, Szene-Vierteln, Community etc. Das war mir damals natürlich noch nicht bewusst. Und also das erste Gefühl, wo ich wirklich wusste, okay, so schaut's aus, das war, ich habe mit meiner Mutter damals Der bewegte Mann angeschaut. Und diese berühmte Szene, wo Til Schweiger eben dann auf diesem Wohnzimmertisch sitzt, da wusste ich so, okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass Til Schweiger meine homoerotischen Fantasien geflügelt hat, aber doch, das war so dieser Moment. Und ich bin dann aber eigentlich relativ offen damit umgegangen. Also wenn mich jemand gefragt hat, weil man wurde dann doch eben darauf angesprochen, so, hey, bist du schwul? Also wirklich in diesem Landjargon. Da habe ich niemals Nein gesagt oder mich versteckt oder hätte jetzt auch niemals gesagt, ich bin bi, sondern für mich war sicher, so und so schaut's aus. Das ist mein Lebensweg. Und erst im Teenageralter, also mit 16, habe ich mich dann definitiv wirklich geoutet, also in der Schule, bei meinen Freunden, bei meinen Klassenkameraden, wo man natürlich schon auch Gegenwind hört. Also wo so, oh ja, du, also da kommen dann irgendwelche Ausdrücke so entgegen, die ich jetzt nicht wiedergeben möchte. Aber es sind schon so Momente gewesen, wo man dann zu Hause saß und sich dachte so, das muss jetzt noch ein ganzes Leben lang weitergehen. Vor allem, man denkt ja auch, man wird älter, wobei ich heute mit 32 sagen kann, damals mit 16 das Outing, ja, das war ein bisschen okay, ich würde es heute vielleicht ein bisschen später machen, auf dem Land, aber wir hatten letztes Jahr Klassentreffen, 16 Jahre später, mit diesen gleichen Leuten, die in der Klasse saßen und die dann wirklich gefragt haben, also, hey, und? Bist du es immer noch? So, ja, die Phase geht immer noch weiter, die werde ich auch mein Leben lang beibehalten, einfach um zu provozieren. Nein, also wirklich, es kam dann aber auch wirklich kein negatives Feedback, sondern so, wow, in dem Alter wirklich diese große Entscheidung für sich zu treffen, damit jetzt wirklich aus sich herauszugehen und wirklich jedem zu sagen, ich bin schwul. Also auch wirklich mit dem Bewusstsein, dass es auch negativ aufgefasst werden kann von Freunden oder von Familie, die sich dann wirklich von einem abwenden. Also ein Outing an sich ist der persönlichste Schritt in jedem Gay-Leben, sei es lesbisch, bi, transgender, whatever. Das ist wirklich dieser Moment, wo man für sich selber die Weiche stellt. Und da gibt es aber auch kein Zurück mehr. Wenn ich das gesagt habe, ist es raus. Und dann irgendwie 2 Jahre später kommt so, nee, das war bloß eine Phase. Nein, also es ist draußen, es ist in den Köpfen und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, deswegen habe ich auch noch so viele Freunde, dass es wirklich sehr positiv aufgenommen wurde und keiner ein Problem damit hat. Also ich kann dir da nur beipflichten, bei mir war das ähnlich. Ich komme aus Kaufbeuren mit 49.000 Einwohnern. Von der Realschule, das habe ich auch so mit 13, 14 entdeckt, dass es bei mir wohl eher zu Männern tendiert. Und wie das, also das gleich nachdem ich den ersten Kerl kennengelernt hatte auf dem Dorf, dann Umland von Kaufbeuren, machte das super schnell in der Klasse und der Schule dann auch die Runde. Und ich habe mir echt übelstes Zeug anhören müssen. Aber in dem Moment, das war ungefähr ein Jahr später, wo ich dann gesagt habe, Leute, so ist es, das sind die Fakten, redet mit mir drüber oder lasst es bleiben, genau, habe ich ihnen komplett den Wind aus den Segeln genommen und hatte meine Ruhe. Dann kamen wirklich ernst gemeinte Nachfragen und ansonsten auch diese Hänseleien, dieses Witz, der Schwule wieder, ja, ist er halt. Ne? Du hast ihm da komplett den Wind aus den Segeln genommen und dann hatte ich eigentlich meine Ruhe. Genau, also man darf wirklich nicht in die Opferrolle fallen, also es ist für viele bestimmt schwer, dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu haben, gerade in diesem Alter. Ich hatte es Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen.
aber für viele ist es bestimmt schwerer. Und zu mir sind auch wirklich viele dann gekommen, von denen ich es gar nicht gedacht hätte, so wie du auch. Genau. Gute Tarnung, also Respekt, ne? Die dann wirklich kamen und hey, ich bin auch, ich traue mich aber nichts zu sagen. Also da fing es dann auch schon an, ich traue es mit meinen Eltern nicht zu sagen. Mhm. Wo ich dann wirklich, also ich war bei 3 Outings dabei, als moralische Stütze ganz einfach, wo ich dann daneben gestanden bin und die Leute kannten mich dann auch. Und ich habe wirklich von 2 Elternpaaren gehört so, ja, das wussten wir schon, aber ich finde es super, dass du einen Sam als Kumpel hast. Also mit dem bist du auf jeden Fall gut aufgehoben. Okay. Also, ich habe dich ein paar Mal jetzt nicken sehen. Ja. Wie war es denn bei dir? Du hast viel wiedererkannt, habe ich den Eindruck. Ja, ich habe also viel, vielleicht nicht bei mir, aber viel auch, was ich so mitbekomme von FreundInnen. Ich habe mich mit 23 erst geoutet, also noch nicht. Ich bin jetzt erst seit 4 Jahren out, aber nicht aus dem Grund, weil ich mich in meiner Schulzeit nicht getraut habe, sondern weil ich hatte einfach keine Berührungspunkte. Ich hatte die einzigen Berührungspunkte, die ich hatte, sind irgendwie Filme, aber man nichts, wo man sich als 14-jähriges Mädel irgendwie identifiziert und sagt, okay, so bin ich auch. Was ich gebraucht hätte, ist einfach eine Bezugsperson, vielleicht auch eine Freundin, die gleich alt ist, die auch lesbisch ist, oder eine Lehrkraft oder so, die sich geoutet hätte. Aber nichts davon ist halt passiert. Man kann sich jetzt fragen, ob das wirklich so war oder eben nicht, aber das ist ein anderes Thema. Und es wurde halt nie thematisiert. Das Einzige, was halt immer thematisiert wurde, ist, wenn es mal um das Thema war, Homosexualität in Bezug auf HIV. Und dann war es, ach übrigens, weil es ihm dann eingefallen ist, ja, da, übrigens, da gibt es das auch noch, weil die Person, die das gemacht hat, also die Lehrkraft, hat überhaupt nicht böse gemeint, gar nicht, im Gegenteil, sondern ist der Person ist es halt in dem Moment dann eingefallen, dass, ach, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt noch. Da denke ich wieder sehr stark an die Folge mit der Theresa vom Letzt, da haben wir viel drüber gesprochen, über die Sichtbarkeit vom Letzt. Ja, die Theresa ist super. Das wäre die nächste Frage gewesen, gab es denn irgendwelche Angebote, an die man sich hätte wenden können? Brauche ich eigentlich fast an dich gar nicht stellen, weil bestimmt nicht, weil ich glaube, die Angebote, die es für Schwule gibt, gibt es wahrscheinlich wegen des Themas HIV. Also ich glaube, dass es schon Angebote gegeben hätte, aber ich bin ja gar nicht mal auf die Idee gekommen. Ich glaube, dass eine Beratungsstelle bei Pro Familia halt irgendwie ein Passau oder so gegeben hätte, aber eben nicht Peer-to-Peer, und ich hatte ja keine Probleme in dem Sinn. Also ich wusste es nur einfach nicht. Ich habe dann schon manchmal irgendwie mit meinen besten Freundinnen damals irgendwie kam das Thema mal auf, und ich habe es dann so im Endeffekt so mit 18, 19 so ein bisschen geahnt, aber ich konnte es noch nicht wirklich greifen. Und als ich es dann schon gewusst habe, da habe ich mich dann innerhalb von einem Jahr dann geoutet. Jetzt haben wir die Schwierigkeit gefunden, auf dem Land findet man kaum andere Queers, weil sie einfach nicht sichtbar sind im Normalfall. Wo hast du jetzt dann so die ersten Kontakte geknüpft? Wie hast du jemanden kennengelernt, der da auf der gleichen Welle mit dir liegt? Also ich habe mit dem Dating erst angefangen, als ich eben in München war und eben für mich gewusst habe, also mein inneres Outing dann abgeschlossen war und ich gesagt, okay, damals dachte ich noch, ich bin bi. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, ich brauche mich nicht selber belügen, ich bin lesbisch. Und dann habe ich eben angefangen zu daten, und dann hin und wieder passiert es halt dann, dass man halt alte Leute aus der Heimat irgendwie so matcht, und dann denkt man sich, ach, du auch, und dann kommt man so ins Gespräch, so krass. Also gab es die Leute schon, aber wir wussten halt nichts voneinander, und das ist halt wirklich krass. Und da finde ich es jetzt super, dass meine alte Schule, ich war auf der Wirtschaftsschule in Deggendorf, auch Angebote mittlerweile geschaffen hat, also bestimmte vorerst noch so Aktionstage zum Thema LGBTIQ, aber auch zum Thema Geflüchtete, zum Thema Inklusion, was super wichtig ist. Das hätte ich mir damals auch schon gewünscht, so rückblickend,
Und es gibt eben auch jetzt ganz viele Jugendgruppen in Niederbayern, also Queer Niederbayern, das ist ein Verein, der sagt euch bestimmt was, und die haben eben auch Jugendgruppen. Und da gibt es in fast allen größeren Orten in Niederbayern gibt es eben jetzt auch schon Gruppen. Deckendorf, Straubing, Kelheim, glaube ich, Landshut, also sehr viele Dinge. Und sowas, wenn es das gegeben hätte, hätte ich mich, glaube ich, geoutet. Weil an sich habe ich ja kein Problem damit, lesbisch zu sein. Ich wusste es damals noch nicht. Oder zumindest schneller gefunden, genau, was es ist. Ja. Gibt es solche Gruppen bei dir, Sam, auch in der Gegend inzwischen? Oder ist da immer noch nowhere? Also, als ich mich damals geoutet habe mit 16, gab es bei mir in Gundelfingen tatsächlich eine Gruppe, was mich sehr gewundert hat, dass Jungs damals, was wirklich für rein Schwule, also nur für Jungs eben, so eine kleine Ansprechgruppe war. Das hatte allerdings leider nur ein Jahr Bestand, weil einfach die Nachfrage wäre schon da gewesen, aber viele haben sich nicht getraut zu kommen, weil es ist eben doch ländlich und dörflich und wie gesagt, das Dorf sieht eben alles, ne? Und wenn jetzt da einer kommt aus Dillingen und so, oh, ich habe den Jungen neulich gesehen, wie er da reingegangen ist, weil man wusste ja, wo es ist, ne? Da hat wirklich vielen der Mut gefehlt, verstehe ich aber auch, also war schon schwierig. Und es ist heute noch so, dass es keine Angebote bei uns gibt in der Gegend, absolut nicht. Also wenn dann wirklich, dass man in den nächstgrößeren Ort fahren muss, wie zum Beispiel Ulm oder Augsburg. Aber jetzt gerade in meiner Region, da gibt es gar nichts, überhaupt nichts. Und mir ist das selber schwer bewusst geworden. Ich war ja bis letztes Jahr noch in einer Weiterbildung. Also ich war dann auch wirklich auf einer Berufsschule. Man sitzt dann wirklich in der Klasse als über 30-Jähriger mit lauter Teenagern, mit lauter pubertierenden Teenagern drin. Und man hat schon, also ich bin nicht reingegangen und habe gleich gesagt, so hallo, ich bin der Sam, ich bin schwul, das nicht. Ne? Also das war jetzt nicht Selbstschutz, sondern ganz einfach, ich bin mit euch nur einen Tag in der Woche in der Klasse. Das ist was sehr Persönliches, das brauche ich euch jetzt noch nicht sagen. Und einer meiner Klassenkameraden hat mich dann relativ schnell angesprochen, so hey, kann es sein? Man muss dazu sagen, er war schon etwas älter und er hat auch gleich gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit. Aber da ist nochmal einer in der Klasse. Ich glaube, der hat ein Problem, dass er nicht aus sich rauskommen kann. Und ich habe den dann angeschrieben, sage ich, hey du, dieser Verdacht steht im Raum, ne? Also jetzt nicht so, aber wenn du Hilfe brauchst oder wenn du jemanden zum Reden brauchst oder einfach nur mal jemanden anderen kennenlernen möchtest, ne? Du kannst dich jederzeit an mich wenden, bevor du in irgendwas reinkommst, wo du dann nicht mehr rauskommst oder wo du Probleme bekommst. Ich erinnere mich da eben traurigerweise immer ganz schwer zurück. Ist bestimmt schon aus vielen Köpfen verschwunden, aber es gab vor einigen Jahren einen bösen Mordfall in Donauwörth. Da ist ein Teenager von zwei Männern über das Internet kontaktiert worden. Der Junge war schwul und ist dann auch tatsächlich umgebracht worden. Und dieses Denken habe ich einfach noch im Kopf. Ich habe diesen Fall immer noch im Kopf, weil das ganz einfach gefährlich ist, gerade für Jüngere, für unter 18-Jährige vor allem ganz extrem, ne? Weil kein Auto, okay, dann hol mich ab, steig ins Auto ein, weg ist er. Und das ist für mich ein ganz starkes Anliegen, dass ich gerade Jüngeren sage, hey, bis zu dem Punkt kannst du von mir aus alleine gehen, ne? Geh noch nicht so weit ins tiefe Wasser, aber ab dann ruf mich an, wir gehen da zusammen hin. Ganz einfach, dass ich den irgendwie noch ein bisschen an der Leine zurückhalten kann. Und das klappt wunderbar. Er ist jetzt mittlerweile 18, hat auch ein Auto und gut, okay, jetzt durch diese komische Zeit, was wir haben, ist natürlich jetzt nichts mit großartig ausgehen, aber sobald das wieder möglich ist, werde ich ihn auf jeden Fall ein bisschen unter meine Arme nehmen und sagen, hey komm, wir gehen jetzt mal rum. Ich zeig dir ein bisschen was, aber jetzt nicht einfach ins Wasser schubsen. So, guck mal, ja. Nein, also das finde ich einfach schade, dass es das auf dem Land nicht gibt. Ja. Also die einzige Regenbogenfahne, sage ich euch ganz ehrlich, die, was man bei mir im Landkreis sieht, ist die bei mir auf dem Balkon oder die an der Ausgangstür vom Rewe, ganz klein oben an der Schiebetür. Das war es dann aber auch schon. Ja, also ich kenne das aus eigenen Erfahrungen auch. Also auf dem Land hast du immer das Problem mit den großen Distanzen. Wenn es dann wirklich, zu meiner Zeit gab es Romeo und Julian, als Treffgruppe, die sich dann, glaube ich, in Landsberg getroffen haben. Und ja, was willst du denn sagen? So, Mom, fahr mich da mal bitte hin. Ich möchte da zu dem Stammtisch. Ja, was ist das für ein Stammtisch? Ja.
Das kommt da für Leute. Ja, das genau. Kann ich auch unterschreiben. Also ich bin ja ehrenamtlich bei Diversity und da habe ich auch teilweise schon Menschen gesehen, die halt wirklich von teilweise Deggendorf oder Passau herkommen, weil es einfach kein Angebot gibt. Und das ist einfach richtig krass, also dass du 1,5 Stunden einfach, teilweise Minimum, auf dich nimmst, um an einem Angebot teilzunehmen, das vielleicht 2 Stunden dauert oder halt 3 bis 4 und dann am selben Tag wieder heimzufahren oder dir, wenn du vielleicht schon eine Ausbildung hast, dir für einen Dings in der Pension ein Zimmer mieten musst. Das ist halt, was die Leute auf sich nehmen, um einfach mal sich einfach mal zu sein und zu leben, wie sie genau. Das zu erfahren. Ja. Ich sage mal, man macht manchmal saublöde Sachen, einfach nur um Kontakt zu finden. Ja. Ich habe damals auch, was war ich, 14, 15, habe mich mit einem 30-Jährigen getroffen, war einfach nur, weil ich Kontakt mit irgendjemandem, der auf der gleichen Welle liegt, finden wollte. Das sind auch Sachen, wo man im Nachhinein denkt, ja, hätte ich mir lieber sparen sollen. Ja. Ja. Und das ist eigentlich auch so ein Problem, dass eben auf dem Land das Angebot oftmals so weit entfernt ist, selbst wenn es welches gibt, wenn man denn davon weiß, dass das solche Auswüchse dann annimmt. So, was ich sehr schön finde, ist, Sam, dass du dich da dann da so in diese supportende Rolle gehst. Jetzt ist aber natürlich nicht immer ein Sam in meiner Klasse zufälligerweise, der das macht. Und so Themen wie präventive Aufklärung, also hier in München, kann man eigentlich gar nicht in eine schwule Kneipe gehen, ohne dass einem nicht sofort Kondome in die Tasche gesteckt werden, weil die sind überall. Und es gibt Aufklärung zu Themen wie PrEP, also wie halte ich mich gesund. Auf dem Land wir plaudern ja alle so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ne? Ich komme ja auch eher so aus dem Provinziellen. Da gab es keine Ärzte, die sich damit auskennen. Also mein Hausarzt wusste, was ein HIV-Test ist, aber was ein PCR-Test ist, wusste er nicht. Also da gibt es ja auch keine kompetenten Ärzte. Ist wahrscheinlich bei euch nicht anders. Wie macht ihr das? Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist schon einige Jahre her. Da war ich bei meinem Hausarzt und habe einfach nur rein Interesse halber ihn gefragt, ob er denn auch einen HIV-Test machen würde. Einfach nur Interesse halber. Und dann hat er mich so angeschaut, ja, machen wir. Und seitdem hat mir dieser Mensch nie wieder mehr die Hand gegeben. Absolut, also das war wirklich dieser eine Satz vorher immer, ja, wie geht's dir und wie geht's der Familie und alles toll. Und man kannte sich ja, ne? Also die ganze Familie ist bei diesen Menschen. Und ich habe bloß diese eine Frage gestellt. Ist es möglich, hier einen Test zu machen? Ja, das machen wir. Und von diesem Moment an ist mir eine Kältewelle entgegengekommen. Das ist auch noch heute so. Wenn ich heute hingehe, er ist wunderbar, wirklich, wenn man mal eine Krankmeldung braucht oder sowas. Ne? Aber wenn ich heute da hingehe und sage, so und so schaut es aus, also ich fühle mich nicht gut. Ja, okay, dann ich schreibe Ihnen das schnell auf und hier, bitte sehr, Wiedersehen. Also das ist wirklich ein 2-Minuten-Gespräch, so auf die Art, oh Gott, jetzt ist der da, der hat mich das und damals gefragt, der ist bestimmt und mit dem will ich nichts zu tun haben. Und das als Arzt finde ich wirklich traurig. Ich finde es wirklich schade. Und wirklich so die ersten aufklärenden Gespräche, wie funktioniert so ein Test? Was ist der Unterschied überhaupt zwischen HIV und AIDS? Ne? Was ja heute noch oft, also werde ich heute noch oft gefragt. Ne? Ja, also wenn man das hat, dann hat man das und das. Nein, das ist ein bisschen anders. Ich erkläre dir das mal. Das ist noch nicht angekommen, absolut nicht. In den Köpfen der Leute bei mir in der Gegend ist es wirklich so, HIV ist gleich AIDS, ist gleich tot. Innerhalb von einem Jahr. Also wirklich, die darfst du nicht anfassen, du darfst die nicht umarmen. Du trinkst mit denen aus einem Glas. Geh am besten gar nicht in die Wohnung von dem. Es ist wirklich noch, wirklich dieses Gespenst hockt wirklich noch tief in den Köpfen. Und das ist nicht mal, es sind nicht mal die Älteren, wo das noch drin hängt. Es sind wirklich noch die, teilweise mein Alter oder auch die Jüngeren. Ich verstehe es teilweise, wenn man sich mit diesem Thema gar nicht so auseinanderfasst. Wir natürlich sind da natürlich eher in Kontakt. Und es ist auch viel schmerzfreier geworden. Also wenn ich überlege, mit 16, wenn mir da jemand was über HIV erzählt hat, das war für mich schon so, okay, weil ich es nichts anderes gewohnt war. Heute, nachdem ich so viele Jahre mit so vielen Leuten in München, in Erfurt, in Nürnberg Kontakt hatte, auch mit positiven Leuten, ne, es ist mir vollkommen
egal, Hauptsache diesen Menschen geht's gut. Ich umarme den genauso, ich schlafe mit dem von mir aus auch in einem Bett, es ist mir egal. Hauptsache diesen Menschen geht's gut. Weil mittlerweile aufgeklärt wurde, ist mir aber auch nur hier in München widerfahren. Also ich kam dann hier über Umwege nach München, habe dann über Freunde, nicht übers Internet, über Freunde, andere Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel die Schwestern. Oder auch hier Leute im Sub, die mit dem Thema so, ja, ich erkläre dir das und das ist so und so. Und eine Herzlichkeit kommt daraus, nicht so eine Distanziertheit, so, ja, hier haben sie was, ich habe es mal ausgedruckt, lesen sie sich das in Ruhe da hinten in dem Kämmerchen durch und fragen sie mich nie wieder danach. Mhm. Sondern es ist wirklich eine herzliche Aufklärung, es ist Normalität geworden. Und das finde ich in den Städten ist einfach angekommen, auf dem Land. Jetzt sind wir sehr bei den Herren wieder. Wie ist es denn bei den Mädels? Gibt es das Thema dann überhaupt? Oder? Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, wegen den... ja, wegen der Reaktion auf HIV und AIDS, das glaube ich, ist gar nicht so ländlich-städtisch, weil das gibt es halt in München auch. Und teilweise sind die SchülerInnen richtig erschrocken, wenn man sagt, schwule Männer dürfen nicht Blut spenden. Und dann, hä, warum, wieso, weshalb? Aber eben auch einfach Unwissenheit. Bis ich nach München kam, habe ich bestimmte Dinge einfach nicht gewusst. Das ist zum Beispiel Unterschied HIV und AIDS, dass nicht jeder, der HIV, das Virus in sich trägt, gleich AIDS hat. Das wusste ich einfach nicht. Und ich war nie irgendwie der Mensch, der irgendwie Berührungsängste hat. Ich war da immer schon recht interessiert und dann war ich sehr, sehr dankbar, als ich das dann alles, dass jemand gesagt hat. Also ich bin immer schon so gewesen, dass ich viel gerne aufgenommen habe, auch Neues, auch bezüglich anderen Lebensbereichen und wegen dem Thema Geschlechtskrankheiten unter weiblich gelesenen Menschen habe ich mich davor nie drum geschert, weil ich denke, ja, kann ich das überhaupt kriegen? Und ja, man kann gewisse Krankheiten kriegen, vielleicht nicht, ist es nicht so gehäuft wie bei anderen sexuellen Orientierungen, aber es ist immerhin ein Thema und so Sachen wie Verhütung, Lecktücher, andere Mittel, um zu verhüten, die müssen halt einfach ins Gespräch kommen. Ich habe mal zum Beispiel versucht, ein Leckzug in der Apotheke zu kaufen. Ich habe 5 Apotheken abgeklappert und bei der 6. die hatten das erst. Und die, manche wussten gar nicht, was es ist. Und dann denke ich mir, okay, krass. Und dazu sind sie halt noch schweineteuer. Dann musst du dich, wenn du wirklich hüten möchtest, greifen halt viele dann darauf zurück, dass sie sich Kondome kaufen und die zerschneiden. Und das ist natürlich auch nicht hundertprozentig sicher. Ja. Geschmacklich wahrscheinlich auch kein Traum. Ich möchte, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass man, dass junge Schwule vom Land das gar nicht wissen, dass es einen Unterschied zwischen HIV und AIDS gibt. Meine Frage wäre jetzt, und ich riskiere es auch mal, ja, an der Stelle jetzt die Folge ein bisschen sprengen, hat das wirklich was mit Land zu tun? Oder ist das eher nicht ein Problem der schulischen Bildung, speziell in Bayern, weil ja Sexualkunde gibt es ja meines Wissens nach in Bayern gar nicht, in anderen Ländern ja schon. Das ist ich glaube, es ist bestimmt ein Problem der schulischen Bildung, das gehört eigentlich in die Schule, aber ich glaube, auf dem Land ist es... Das sind doch. Ich hätte ja gleich weitergegeben, aber ich würde vermuten, auf dem Land hat man keine Möglichkeiten, über andere Kanäle dieses Wissen zu bekommen. Ja, das ist ich glaube, vielleicht machen wir dazu echt mal eine eigene Folge, vielleicht mit jemandem aus dem pädagogischen Sektor, um auch mal rauszukriegen, warum ist das so. Ich versuche jetzt gerade wieder so ein bisschen den roten Faden einzusammeln, weil wir sind ja wirklich jetzt durch alle Ecken gekommen. Aber Überleitung fällt mir leicht an der Stelle. Sam, du wohnst ja noch in deinem Ort, du bist weggezogen, Eva. Und es gibt ja dieses Phänomen der queeren Landflucht. Ja? Also wir drei sind ja auch jeweils wir sind geflohen quasi aus dem Land. Also für mich hat es sich so angefühlt. Das hat ja aber auch nicht nur Vorteile, ne? Das hat ja auch Nachteile, weil wärst du nach München gezogen, hätte diese von dir angesprochene Person in der Schule
dich nicht gehabt als jemand, der ihm da ein bisschen hilft. Richtig, also auf weite Sicht gesehen auf jeden Fall. Ja, diese Landflucht existiert auf jeden Fall. Man kriegt das immer ganz schön zu den Feiertagen mit, habe ich das Gefühl. Wenn du auf Romeo online bis abends unter der Woche so, ja, okay, das sind die üblichen 50 Kandidaten im Umkreis von 50 Kilometern und keiner will was mit dir zu tun haben. Ne? Und wenn dann so Ostern ist oder gerade an Weihnachten, dann explodieren die Chaträume immer regelrecht und dann denken sie, hey, wer bist denn du? Dich habe ich ja noch nie hier gesehen und ja, meine Eltern wohnen hier. Bin jetzt zu Besuch da. Also es sind wirklich, wenn alle da wohnen würden, wo sie herkommen, oh, dann hätten wir wirklich ein breit gefächertes, also wäre schön alles abgedeckt und es würde sich nicht so auf die Großstädte konzentrieren. Vielleicht hätten wir dann auch in Gundelfing so eine kleine Gay-Bar. Aber das ist das, wo ich hin wollte. Also vielleicht ist das Land ja deswegen auch so unterversorgt mit Möglichkeiten, weil die Schwulen alle weggehen. Ja, natürlich. Ja? Das ist wirklich so. Also ich habe das Glück, dass bei mir im Ort doch noch 4 andere wohnen. Also ich bin nicht der einzige Schwule im Dorf. Aber es ist wirklich so, man bleibt irgendwie so ein bisschen für sich. Ich weiß nicht, ist es bei Frauen anders? Wohnen jetzt mehr Lesben in deinem Umfeld, wo du sagen kannst, hey, mit denen könnte ich jetzt eine ländliche Freundschaft aufbauen, gleichgesinnt? Oder ist, was die Landflucht, ist diese queere Landflucht bei lesbischen Frauen eigentlich genauso stark ausgeprägt wie bei Männern? Weißt du da was? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute fast nicht, weil ich schon einige kenne, die sich eher noch verstecken. Das fällt, also es hat mir ein Freund gesagt, dass Frauen das leichter fällt, es einfach geheim zu halten als männlich gelesenen Menschen, die halt schwul sind oder bisexuell. Und das beobachte ich auch, wie ich zum Beispiel anfangs schon mal erwähnt habe, ich benutze Tinder auch manchmal. Und da ist es halt, wie du schon gesagt hast, teilweise dann interessant, wie man dann auf einmal findet. Und dann eben, wenn ich mal bei meinen Eltern bin, so, ach ja, krass, und ich weiß, dass die Person nicht out ist. Und da finde ich es auch wieder wichtig, dass die Person, also man selbst, das in der Hand hat und das darf niemals von einer anderen Person ausgehen. Da hatte ich auch mal eine negative Erfahrung, dass jemand gesagt, dass mich jemand begrüßt hat in der Regenbogen-Community auf meiner Timeline, einen Tag, nachdem ich mich bei ihr geoutet hatte. Und das war halt für mich echt, okay, krass, das war ja, das ist meine Entscheidung und ich, von der Person. Das ist die einzige negative Erfahrung, die ich jetzt so in Bezug auf meine alten FreundInnen habe, weil die Person ist auch lesbisch, genau, hat sich damals als lesbisch identifiziert. Genau, also, aber dass es komplett gleich ist, so bei schwulen Männern würde ich jetzt nicht unterschreiben. Jetzt haben wir die große Frage gehabt, wie sieht es aus? Würde einem ländlichen Bereich so eine große Veranstaltung wie ein CSD was helfen für die Sichtbarkeit, für sich dann doch mal trauen, sich zu outen? Oder ist das so, einmal sind die Bunten, ist wie Karneval in der Stadt und dann sind sie wieder verschwunden? Oder hinterlässt das dann auch was Dauerhaftes, das man sich, an dem man sich orientieren kann? Da kann ich definitiv sagen, CSD ist super. Wir beide haben uns ja in Kelheim gesehen, genau. Und das ist einfach eine super starke Gemeinschaft. Und da haben sich teilweise neue Gruppen dann erst gegründet. Ich will jetzt nicht für queer Niederbayern sprechen, weil ich ja nicht Teil davon bin. Aber ich finde das so ein cooles Projekt. Und das hätte mir wirklich wahnsinnig geholfen. Und das ist halt keine Eintagsfliege. Das ist jetzt nicht so, okay, einmal im Jahr hüpfen hier bunte Kanarienvögel rum, sondern ist einfach super wichtig für die eigene Entwicklung und eben auch für Normalität. Und um das geht's halt. Wir wollen Normalität, Vielfalt als Normalität, dass es einfach normal ist. Und also bei mir auf dem Land, ich veranstalte privat natürlich so eine Art Mini-CSD, also wirklich ganz Mini-CSD, ohne Parade, ohne Polit und sowas. Ne? Ich lade einfach meine Freunde ein. Und sage auch zu denen, hey, wenn ihr andere kennt, schwul, lesbisch,
whatever, egal. Bringt die mit. Ich mache das wirklich, also ich baue bei mir im Garten dann wirklich so ein schönes großes Zelt auf, wir grillen, alles mit Regenbogenfahnen und sowas. Ne? Einfach, dass die, dass es eben Leute gibt, die, hey, ich habe einen Kumpel, der ist schwul, der ist komplett offen mit sowas, dem seine Nachbarn haben kein Problem damit, seine Familie hat kein Problem damit, der macht eine Gartenfeier, komm doch mit, lern andere kennen. Und ich habe das echt schon erlebt, dass dann Leute da waren, die gesagt haben so, wow, die anderen sind ja gar nicht so wie in den Filmen, die ich immer sehe. Was für Filme? Ja, die schauen immer so schön aus. Und ich dann sagte, ja, Schönheit ist relativ. Der eine steht auf das, der andere mag das. Nein, das ist immer so, in den Filmen ist das immer alles so falsch. Hier ist alles irgendwie authentisch. Und das ist für mich ganz einfach wichtig. Also ich gehe wahnsinnig gerne auf die CSDs, ne? Ob das jetzt Stuttgart, Ulm, München oder Erfurt ist. Ich gehe da wirklich wahnsinnig gern hin, aber ich sag mal so, fürs Land wäre es natürlich bestimmt schön, aber klein anfangen. Also hau jetzt nicht gleich die Hauptstraße voll mit Wegen und lass da den MLC und die Schwestern und was weiß ich was alles durchlaufen mit den Fahnen und mit den die Puppies. Das wäre mal interessant. Das wäre interessant. Was würdet ihr jemandem, der jetzt aktuell in der Situation auf dem Land ist und nicht sicher ist, was macht er, bleibt er da, kommt er in die nächste Großstadt, was würdet ihr ihm raten, was würdet ihr ihm an die Hand geben? Also ich persönlich würde der Person halt einfach raten, sich Verbündete zu suchen und einfach auch Gruppentreffen. Also ihr habt sich jetzt für junge Menschen Gruppentreffen von Jugendgruppen, aber eben auch für ältere Menschen sich einfach Verbündete zu suchen, das ist super wichtig. Dass man ist einfach nicht alleine. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Und das schafft man alleine einfach nicht. Weil wenn man sich keine Verbündete sucht, dann meint man, dass man ist alleine, obwohl man eigentlich gar nicht alleine ist. So sehe ich das genauso. Also wenn jetzt wirklich da draußen jemand ist, der alleine jetzt heimlich diesen Podcast anhört oder ansieht, es gibt genug Menschen da draußen, ob, egal mit welcher Orientierung das jetzt sein soll, die gerne helfen, die wirklich gerne helfen. Ich selber habe diese Hilfe von anderen bekommen, kann jetzt die Hilfe selber weitergeben. Ich fühle mich wahnsinnig super dabei und auch wenn es dann wirklich diese 2 Stunden Fahrt sind, aber ich sage wirklich, diese 2 Stunden Fahrt, die können ein Leben verändern. Vielleicht nicht sofort von heute auf morgen, aber man findet auf jeden Fall Leute, die einem helfen, die einem zur Seite stehen, die einen dabei unterstützen und die einem auch eine schöne, bunte und offene und tolerante Welt zeigen, nicht nur die, in der man sich gefangen fühlt. Das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Und der Punkt ist halt, es würde keine Gruppen geben, wenn sie nicht gegründet worden wären. Und man muss einfach irgendwann den Grundstein legen und vielleicht ist es dann einfach dieser Mensch, der etwas schaffen will. Diese Menschen kann ich einfach nur ermutigen, weil das ist einfach ein richtig geiles Gefühl, einfach was gemeinsam zu schaffen. Wunderbar. Vielen lieben herzlichen Dank, Eva. Vielen lieben Dank, Sam. Es war wieder eine extrem spannende Folge, fand ich. Wir sind über so viele Bereiche geschrammt und haben so viele Themen angesprochen. Da möchte ich unseren lieben Hörern, die jetzt zum Beispiel nicht ganz sicher sind, ob sie mit HIV auf dem aktuellsten Stand sind, unsere Podcast-Folge über das Thema noch an die Hand reichen. Wir hatten das Letzt angesprochen, wir hatten, was haben wir noch Schönes gehabt, was wir noch erwähnen könnten? Fast, das reicht, glaube ich, schon. Habe ich schon erschlagen. Vielen lieben Dank fürs Wiedereinschalten, vielen Dank an Sub, dass uns wieder die Räume und die Technik hier zur Verfügung gestellt hat. Schaut auf unseren Podcast, auf unsere Webseite, hinterlasst uns eure Kommentare. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Eure Humus von nebenan.